So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Punting Team. Heute wieder GTA 5 Online. Heute habe ich eine neue Mission mit meinem Kumpel Robin gezockt. Es ist eine Mission, die echt sehr heikel, da muss man echt Teamarbeit machen. Alleine ist es, glaube ich, finde ich es unmöglich. Ich glaube, die ist schon von 1 bis 4 Spieler, bin mir nicht sicher. Wir haben die einmal schon mal gemacht, haben gedacht, ja, wir preschen volle Kanne rein und dann hat es irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Aber ich versuche jetzt hier mal taktisch zu machen. Hier vor den Bösen, von den Bösen stehenden Missionen begib mich dann hart. Wir müssen mal jetzt von der Polizei Geld zurückklauen, das Falschgeld, damit ich die Spur von Lester zurückverfolgt werden kann. Rechts habe ich einen Text, den wir so durchlesen. Und ja, war echt taktisch und es war mega lustig. Es werden so viel Fun bei der Mission, unglaublich. War schon lange nicht mehr so. Aber falls ihr Bock habt, mit mir auch mal online GTA 5 eine Mission zu machen, die auf YouTube kommen soll, meldet euch einfach. Ist gar kein Problem, ich spiele. Ja, aber ich bin Xbox-Spieler. Ist wichtig, dass ihr euch das klar macht, dass ich keine PS3 oder PS4 nicht habe. So. Heute ist ein Thema, das ist schon wirklich in aller Munde gewesen. Jeder hat schon drüber, wahrscheinlich schon drüber gesprochen, was gehört. Heute rede ich über Tutsche Albarak oder Albarak. Ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Falls ich es falsch ausspreche, tut mir das wirklich leid. Ja. Ihr habt ja schon gehört, dass also viele Leute, die es aber nicht wissen, natürlich gibt es auch unter euch Leute, die das nicht unbedingt wissen, weil viele interessieren sich nicht für Nachrichten, habe ich mich auch mit unter 15 auch nicht so wirklich interessiert. Tutsche war praktisch an einem Abend bei McDonald's, also vor McDonald's, und da wurden zwei Mädchen von einem Typ belästigt und die ist halt auch richtig angegraben, also angefasst und so und bedroht so ein bisschen, sage ich mal so, und bedrängt, und die Tutsche hat praktisch denen geholfen. Und hab praktisch so, so versucht, das zu schlichten, wie soll man das sagen. Und der Typ ist einfach ohne Vorwarnung auf die losgegangen, hat die geschlagen, wirklich, die war schon am Boden gelegen, hat noch nachgetreten und sowas alles. Und dann ist es halt einfach so, also sie hat praktisch Zivilcourage gezeigt. Und später ist er dann im Krankenhaus im Koma gewesen. Und die Eltern, also dann hat die Ärzte haben gesagt, dass die hirntot ist. Und haben halt praktisch die Eltern diese Lebenserhaltungsmaßnahmen abgeschalten. Und manchmal praktisch ja gestorben, aber sie wollten auf jeden Fall noch warten, bis sie ihr Geburtstag hat, weil dann hat es sie kurz darauf. Und jetzt auch natürlich das Tragische ist, sie hat praktisch zwei mich nur geholfen. Die wollten auch nur, die waren nur belästigt. Das war nichts Schlimmes eigentlich. Und der Typ hat die einfach in Anführungsstrichen umgebracht, ja. Ich verstehe erstens den Typ nicht, wie man so ausrasten kann. Ich meine, der war ja auch, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht betrunken oder so. Und zweitens, das ist unglaublich. Ich würde nie Mädchen schlagen. Also, nicht will so nett ist, oder wenn die so nicht so sagen, die sind eine Gangster braucht, dass die sofort irgendwie losgehen würde, würde ich die auch nicht schlagen. Ganz einfach. So will ich jetzt mal formulieren. Und ich habe auf jeden Fall die Tutsche meinen Respekt und ich bin auch ziemlich traurig, dass sie gestorben ist, ja. Dass jetzt überall Trauerkloß gespielt wird, überall heulen Leute rum und so. Also jetzt nicht die Angehörigen, sondern andere, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kann von mir aus sagen, sie hat meinen Respekt. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie sie, auch wenn ich dabei sterben würde. Es gibt nur eins, was mich an der Sache ein bisschen, wie soll man sagen, ankratzt, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Oder ein bisschen nerven kann man auch nicht sagen, das klingt so böse. Was mich so ein bisschen stört, ist einfach, dass es momentan einfach so ist, dass es so rüberkommt oder es wird einfach so dargestellt, als ob das jetzt so wäre, wenn ich Zivilcourage mache, dass ich deswegen sterben muss. Oder gab es noch wieder so einen Fall, wo dann wieder einer gestorben ist und dann denken es wahrscheinlich die Leute, wenn ich jetzt Zivilcourage zeige, dann werde ich sterben. Ja, das ist was für falsch rüberkommt, aber kann jetzt, tut ja auch nichts dafür, sondern das ist einfach die Medien. Medien wollen möglichst zu Einschaltquoten haben und deswegen sagen die es einfach so. Aber es ist falsch. Weil, was auch die Polizei schon immer wieder sagt, Leute, wenn ihr Zivilcourage zeigen wollt, macht ich alleine. Es geht immer darum, ihr sollt euch nicht selbst in Gefahr bringen. Auch wenn es vielleicht den anderen helfen könnte oder auch nicht hilft, macht es nicht. Ihr sucht euch zum Beispiel, wenn jetzt so die Situation ist, sucht ihr euch irgendjemand auf der Straße, sprecht ihn direkt an. Ihr könnt nicht sagen, Leute, helft mir mal, sondern ihr müsst zu dieser Person hingehen, den direkt in die Augen schauen und sagen, du kommst das mit und du hilfst mir jetzt und du und du und du. Und dann geht's auch eigentlich. Wenn die Leute danach sagen, nein, ich helfe dir nicht, das ist dann schon wieder strafbar für die. Das ist unterlassene Hilfeleistung, mit Todesfolge wahrscheinlich sogar. Das könnte echt verdammt Ärger geben. Aber ihr müsst euch Verstärkung holen. Ne? Vielleicht sagt doch so ein Typ auch nichts, wenn er alleine ist. Ja, das ist auch eine ganz andere Situation dann für den. Vielleicht geht er dann einfach oder haut ab oder sowas in die Richtung.
Wie gesagt, du sollst einfach nicht mit den Helden spielen. Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn ihr so einen Kraftprotz seid und ein Stücke hauen könnt, kein Problem. Oder wenn ihr was ich eine Kampfkunst könnt und ihr hat keine Waffe, dann klar, könnt ihr machen. Aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Und es kommt momentan so ein bisschen falsch rüber, als ob Zivilcore jetzt immer tödlich enden würde. Natürlich ist es nicht leicht. Und gegen mehrere würde ich auch sagen, ruft zuerst Polizei und dann versucht irgendwas zu unternehmen, versucht die abzulenken, keine Ahnung. Aber es ist schwierig. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, Leute, zeigt Zivilcourage, das ist ganz wichtig, weil ihr seht, es hätte auch dazu kommen können, dass der Typ die zwei Mädchen umgebracht hätte. Wenn die vielleicht, wenn er vielleicht weitergemacht hätte und er hätte sich nicht damit nicht zufrieden gegeben oder nicht in Ruhe gelassen. Das ist alles schon passiert wegen billigen kleinen Sachen, dass Leute sterben müssen, ja. Und das Tragische auch bei dem Tutsche-Fall ist einfach, dass jetzt weiß ich nicht genau, es wird halt gemunkelt, dass sie sich angeblich mit dem Freund noch verloben wollte, nachdem sie das Studium beendet hat. Das sollte auch eigentlich bald gewesen sein. Und dann ist sie trotzdem gestorben und wegen dem Geburtstag und noch so ein paar Sachen. Und die ist auch noch nicht alt geworden. Die war 22, 21 sowas. Das war auch ziemlich tragisch, dass sie noch so jung war und sterben musste bloß wegen sowas. Also ich weiß auch nicht, inwiefern die jetzt hirntot war oder inwiefern die jetzt noch Überlebenschancen gehabt hätte. Ich hätte jetzt als Vater jetzt, weil wenn jetzt meine Tochter im Koma liegen würde, scheiß drauf, ich würde sie hier leben lassen. Ist klar, ich glaube, das ist, wenn es, ich bin mir nicht sicher wegen Islam, wie das da ist. Ich glaube, die war Muslimin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, wie das die, keine Ahnung, ob das vielleicht so ein Blut haben, sag ich jetzt mal so, dass die auf sowas verzichten und doch lieber die beerdigen, wenn sie schon hirntot ist. Ich weiß es nicht genau, ich weiß auch gar nicht, wie das formulieren soll. Ich bin jetzt da nicht ganz informiert. Falls ihr Muslim, dann schreibt mal in die Kommentare, warum ihr vielleicht ist es im Islam speziell so, dass es irgendwie, dass man die Geräte abschaltet oder so, ich habe keine Ahnung. Fragt euch mal, Muslime da draußen, bitte beantworten mir die Frage oder sagt mir vielleicht, warum der Vater so gehandelt hat, dass er doch die lebenshaltenden Maßnahmen abgeschaltet hat, falls sie jetzt einfach nur im Koma gewesen wäre mit Hirntod. Ich weiß ja nicht genau, ich habe jetzt nicht genau durchgelesen, ich habe jetzt nur ein bisschen grob noch drüber gelesen, was genau vorgefallen ist. Und das Gute ist ja, aber was ich unbedingt noch sagen wollte, was mich echt krass fertig gemacht hat, an dem Bericht noch zusätzlich. Es war so, dass die, es war glaube ich die Freundin von der Tutsche war glaube ich dabei, über diese Nachkommen oder so, natürlich auch den Notarzt gerufen und sowas, alles glaube ich war so, ist zumindest da gestanden. Und dann hat die Frau mit dem McDonalds und dann hat sie praktisch die Freundin gesagt, ja, ihre Freundin wurde gerade geschlagen, die liegt Blut in der Boot, ob sie ein Glas Wasser haben kann. Ein Glas Wasser. Wohlgemerkt, merkt euch das. Dann haben die McDonalds-Mitarbeiter gesagt, sie kriegt nichts, weil sie dafür zahlen müsste. Und du denkst dir nur, what the fuck, Alter, erstes Mal, ein Glas Wasser, Freunde, ich arbeite selbst in der Gastronomie. Eigentlich darf man für Leitungswasser kein Geld verlangen. Grundsätzlich. Wenn sie sagt, ja, meine Freundin liegt am Boden, ich will unbedingt Kohle haben, was anderes trinkt die nicht. Ja, meine Güte, okay, kann man sagen. Aber Wasser, Leute, wirklich. Oder wird da wohl irgendwie schnell ein spritziges Wasser, ich von einem dreckigen Angestelltenwasser gehen können, falls ihr sowas habt. Das kann nicht sein, ey, das ist doch unglaublich. Und dann gibt es nur Leute hin. Und da sollten sich, finde ich, auch die McDonalds-Mitarbeiter für sowas verantworten, weil ich nicht sein kann, sowas wirklich ein Glas Wasser. Vielleicht lassen sie das wirklich niemanden sterben, als da das Wasser auszuteilen. Ich meine, okay, klar können die ihren Job verlieren, aber noch nicht wegen ein Glas Wasser. Ich glaube, in so einer Situation würde doch nicht mal der Chef irgendwas sagen. Wenn dann schon, kann man immer noch was Arbeitsgericht gehen. Ich glaube, da würde man schon vom Arbeitsgericht recht kriegen, ja. Das hat mich echt kaputt gemacht. Also diese Nachricht, die war echt heavy. Also, boah, Leute, nee, so geht das wohl nicht. Und zum Glück gab es eine Überwachungskamera, die hat auch den Täter festgenommen. Und ich glaube, der kriegt aber auch nur schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Das heißt, glaube ich, mit guter Führung ist der gut 5, 6 Jahren wieder draußen. Das ist im Endeffekt auch null. Nix, nada. Und vor allen Dingen nochmal deutsches Gefängnis, werde ich vielleicht nochmal Dings machen, etwas YouTube drüber machen. Das ist echt lächerlich. Also, wie gut es einem geht und so, das ist ja keine Strafe. Das ist ja schon fast eine Belohnung. Also, ein Penner, der nichts zu essen hat auf der Straße lebt, für den ist es eine Belohnung, ins Gefängnis zu kommen. Also, echt krass. Ja, was haltet ihr denn von dem Tutsche-Thema? Tutsche, oder wie heißt die? Tutsche Albarak. Albarak. Ich kann es nicht aussprechen. Ich hoffe, dass das richtige Name ist. Müsst ihr mal sagen, wie ihr das aussprecht. Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Tutsche zu ihr einfach, wie immer. Wie sagt ihr dazu? Ist eure Meinung? Oder seid ihr auch meiner Meinung? Oder seid ihr andere Meinung? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, gebt mir doch mal, wenn euch das Video mal gefallen hat.
Es wird natürlich jetzt auch demnächst mal eine Mission kommen, die habe ich schon mal gemacht, das will man dann genau erzählen. Aber schaut bitte auch mal, ne, wie immer, schaut mal meinen Let's Play-Kanal an. Und meine Facebook-Seite könnt ihr auch liken, also gefällt mir drücken, dann verpasst ihr auch wirklich nichts mehr von mir. Und auch eine Twitter-Seite, Surf folgen oder folgen ist es glaube ich auf Twitter, ja. Das wäre ganz interessant, wenn ihr auf Facebook mich liked, weil es ist, ich kenne es selber, ich habe nicht mehr so oft Bock auf YouTube zu gehen, mich anzumelden, dann meinen Lieblings-YouTuber zu gucken. Also könnt ihr einfach auch auf Facebook auf meine Seite gehen, einfach das so anschauen, schnell, wenn ihr nur auf Facebook gerade seid. Das könnte ja auch funktionieren, wäre auch vielleicht leichter, oder wenn ihr nur auf Twitter aktiv seid oder irgendwie auf Twitter aktiv seid, könnt auch immer schauen, was ich like für Videos und wieder hochladen, sowas alles. Müsst ihr mal euch anschauen, das ist ja ganz nice. Weil Fragen könnt ihr mich immer wieder fragen, wisst ihr ja schon mittlerweile, ist eh kein Thema mehr. Ja, wir sagen, liebe Leute, das war schon wieder am Ende des Videos. Tute Albarak, das Thema, Albarak, das Thema, das war wirklich hart. Also das mit dem Wasser, das fand ich am härtesten, wirklich, boah. Ey, ich hab so Aggressionen, Alter, gehabt. Also nicht nur auf den Typ, der sie umgelegt hat, sondern auch über so ein Glas Wasser, Alter. Das kostet ein Glas Wasser 5 Cent oder so, 0,2 Liter, keine Ahnung, weniger sogar. Wäre viel zu teuer. Naja, liebe Leute, ich würde sagen, schalte wieder das Let's Play oder wenn ich mir wieder ein neues Team-Video mache. Liebe Leute, bis bald. Euer Punching Team und ciao.